die wahrscheinlich letzte Runde Dota 2 für heute. Und das wird bekanntlich immer die beste Runde. Ich wollte eigentlich einen Patch spielen, einen Roaming Patch, aber wir haben schon eine Ricky. Von daher eher nicht. Gehen wir auf die Offlane halt. Aber mit wem gehen wir auf die Offlane? Aber hat auch einen schönen Namen. Da weiß man schon, dass das gute Spieler sind, wenn sie so einen Namen haben. So, ich muss jetzt mal... Wollen sie picken? Ich muss jetzt mal gucken, wie jetzt auf die Offlane nehmen, wenn mein Held weg ist. Hängt auch ein bisschen davon ab. Hat auch einen tollen Namen. Dem gönne ich das gar nicht. Das ist der irgendwie so ein... Ja, jetzt schreibt er ganz viel. Schön gemacht. Select a hero, please. Komisch. So. Was spielen wir denn? Mhm, fängt gut an. 5 seconds remain. Ich glaube, ich nehme Sand King. Tja. Schade, dass man die Leute nicht jetzt schon muten kann. Muss man das noch ein bisschen ertragen, was denen so für Wortmüll aus dem Gesicht fällt. Er macht das schon bestimmt ganz super. Da muss ich was auf der Offlane nehmen, was ein bisschen mehr Carry Point. Nur Sand King ist schon ziemlich gut. Timber ist noch gut, Sand King, aber sie haben auch ziemlich viel Magic. Genau, wir haben gerade darüber gesprochen. Dämon erklärt schon, der macht das gut vor, wie man vernünftig Dota spielt. Warlock. Es ist süß, ist nicht so schlecht. So. Ich mal ganz schnell muten. Wo ist er? Da. Ah, der ist bei mir schon gemutet. Na dann. Auch immer ein gutes Zeichen. So, auf die Offlane. Tango, zwei Mango. Ein Stout Shield. Auf Wiedersehen. Jetzt muss er ganz viel auf den Ping. Weil dadurch wächst ihm plötzlich ein Gehirn. Das ist auch wichtig. Also, wir haben eben das im Chat schon vor der Pause gesprochen. Man muss... In der Lobby flamen, das ist schon mal passiert. Man muss ganz viele auf Leute pingen, auch extrem wichtig. Also es gibt so ein paar Sachen. Stimmt irgendwas mit dem Stream eigentlich nicht? Müssen wir mal gucken, spinnt der Stream oder was? Ich muss ihn gerade nochmal neu starten. Nee, bei Joscha nicht. Na dann. Also wenn er bei irgendeinem läuft, läuft er beim Rest ja auch. Weil das heißt, meine Daten kommen beim Server an. Der Ricky macht jetzt ein bisschen Support. Nett von ihm. Das wäre eigentlich für eine Quest. Bestimmt irgendeine völlige Quatsch-Quest. Now, murder each other for my amusement. I am king now. All I survey. Schade. Das ist übrigens auch mal wichtig, das Fragezeichen. Das kann man machen, wenn man jemand gekillt hat. Das
kann man aber auch ständig schreiben. Es gibt da einige Möglichkeiten. Ich sehe schon, das ist echt ein gutes, lehrreiches Spiel. Kann man eine Menge lernen, wie man richtig Dota spielt. Sehr lehrreich. Sehr gut. So, ich level mal noch nichts, weil es sehr gefährlich werden kann hier oben. Jetzt geht's allerdings. Weil ich den Ricky da hatte und der mir gezeigt hat, wenn er näher ist. So. Schöner Anfang. Schade, der Ricky ist schon wieder weg. Hat der Draw Ranger gleich schon mal gut eingeschenkt. Okay, der Warlock, wenn er jetzt hier lang kommt. Ach, Sand King, du geile Sau. So, mal Boots abholen. Level 2. Okay, Level 2. Jetzt müsste ich nochmal hochkommen. Ricky, if you come top, we can easily kill Drow Ranger. Just come top once. Er schätzt ein bisschen und wir haben echt gutes Killpotenzial. So, mal in Jungle. Sehr schön, Rotation. Sauber, das hat er doch nicht verschwendet. Ogre hält schon viel aus, aber auch nicht beliebig viel. Ah, schade. Kriegen wir schon noch. Thank you. Zu spät gecheckt. Hat er Healing gegeben? Nope, hat er gar nicht. Ja, das ist auch ein netter Start. Würde ich mal behaupten. So. Brauche ich gar nicht das kaufen. So. Gehen wir ruhig mal nach oben. Die Drawbite unter
unter Druck setzen. So, Level 3. Burrow Strike, find's dann. On my way top. Gleich mal Arcane Boots. Die anderen Lanes noch nicht so viel sterben würden. Wäre es ganz hilfreich. Ach komm, wo ich ein bisschen vorher sterben können. Hole ich einen Soul Ring in dem Spiel? Ach, wir helfen den anderen ein bisschen mit aus. Die arme Drow Ranger. Völlig kaputt. How can this be? Ja, der macht's richtig. Na, bisschen Hilfe. Na. Hat er nicht mehr genug gehabt? Jetzt kommt der Ricky. Na? Da war wohl noch was. I'm dead. Ich bin Vater, hat er damit gesagt. Herzlichen Glückwunsch, er ist Vater geworden. Aether Lens. Aghanim ist natürlich super. Four Stars sind so die Geschichten. Ich glaube, ich bringe mir mal das so mit. Und tschüss. Arme Sau. Autsch. Naja. So, das ist echt okay. Mein Ulti hat es nicht ganz gereicht. Als nächstes einfach der Aether Lens. Ein bisschen mehr HP-Regeneration. Alles, was ich brauche. Und die Range ist auch super. So krass. Ihre Offlane ist so ein... Oder unsere Offlane und ihre Safelane ist für sie so ein Desaster. It's a Desaster. Das geht völlig schief. I come top. Just wait. Ah, vielleicht auch nicht. Machen wir es mal so. Pusht sie noch weiter.
Wenn sie aufgepasst hat, hat sie mich da gerade eben schon gesehen. Autsch. Und wo hat er mich denn gecharged? Ich bin doch gerade erst unten angekommen. Skandalös. Die Draw Ranger lieber mal raus TP'en lassen sollen. Tja. Mit dem Smithbreak habe ich in der Tat nicht gerechnet. Also, sehr. Nice. Hat er direkt schon daneben gesessen? Was ist da denn los? Was ist da denn los? Ich muss ja Level 6 werden. Ich warte eben immer noch. Dass ich mein TP nutzen kann. Und wo ich es nutze. Mach ein bisschen Action. Na, ich kann mich ganz weit genug. Na komm, mach ein bisschen Action. Ja. Hoffe, das ist nicht so eine... Sauber. Heal the Tombstone. Heal the Tombstone. Nein. Weil er den Tombstone nicht heilen kann. Ricky ist immer nicht 6. Das ist ziemlich blödes für ihn. Natürlich First Hit Bash. Wie er so sein muss. Dead Bash. Indeed. Ah, damit ist die Action. Darauf aufpassen, mal wo der Spiritbreaker sich rumtreibt. Spiritbreaker ist halt gefährlich. Da treibt er sich rum. Natürlich. Das meinte ich genau. Ja, das wird nicht viel bringen. Kann ich das schon mal hier reinpacken. Vielleicht brauche ich dann doch mittelfristig einen Linkens. Als nächstes gibt es erstmal das, den Blinkdagger. Das ist mein nächstes Ziel. Jetzt hat er schade, dass die anderen Lanes alle so auf die Nase bekommen haben. Ich hatte einen guten Start. Wir haben die Drow mehrfach gekillt. Aber... Was ist denn da los? Wer stirbt denn das? 04 für unser LC. Ja, war schon vorher gemutet. Hm. Bedeutet natürlich gar nichts. Nein. Thank you.
bisschen. Komisch, dass manche Leute irgendwie einfach so schlecht sind. Bin nicht ganz sicher, was mit denen los ist. Ähnlich im Fall mit Legion Commander. Ich dachte schon vorher. Ach, der wacht wieder auf. Go. Start Invoker. You have initiations. Go. Gucken stattdessen lieber ein bisschen aus dem Fenster. Aus dem Fenster gucken ist ja auch schön. Okay. Versucht hier ein bisschen wegzuhalten. Ich bin wieder ein bisschen erstaunt, was für schlechte Spieler es teilweise gibt. Furchtbar. Im nicht so schlechten Teamkampf, wenn sie da mal aufwachen würden, sozusagen. Mal gucken. Jetzt sind sie wieder ein bisschen AFK. Die sind alle irgendwie. Ach, man, warum gibt es denn solche Menschen? Können die nicht was anderes machen, außer Computerspielen? So, was eher zu ihnen passt? Weiß ich nicht. Was passt denn zu dummen Menschen? Man weiß es nicht so genau. Oder vielleicht irgendwas anderes. Das wäre doch ganz nett irgendwie. Hat er eigentlich gebaut mit seinem? Ah, okay, gar nicht so. Tja, das mit dem Meatball und den anderen Spells hätte er auch mal vorher machen können, der Invoker am Anfang des Teamkampfs. Ist ja, glaube ich, auch ganz gut weitergebracht. Das verstehe ich halt wirklich nicht. Auf dem MMA denkt man zumindest, dass sie auch ihre Helden beherrschen sollten. Aber das schaffen sie oft auch nicht. Das ist immer schon sehr seltsam. Guck mal als nächstes. Der Invoker oben gecharged. Das heißt, ich kann hier in Ruhe mal was machen, ohne dass der Spellbreaker hier an der Backe hängt. Oder auch nicht. Wir müssen das Spielwerk nicht nach oben durchgegangen. Was ist denn da los? Blink Dagger. Your bottom tower is in ruins. Ja, immerhin. Tja, man kriegt gerade gar nicht so viele Reports, wie man braucht in dem Spiel. Man braucht im Durchschnitt immer 3 Reports pro Spiel ungefähr. So viele kriegt man leider gar nicht. Schade drum. So viel, wie man bräuchte. Eine coole Spell-Kombo vom Invoker mal. Also auf dem Niveau kann ich Invoker auch spielen.
alle 7 Jahre einen Meatball schmeißen. Für mehr reicht es irgendwie nicht. Wut. Wäre ich gekillt? Das ist ja krass. Habe ich hier noch Reports? Guck mal. Ich glaube leider nicht. Nee, schade. Deafening Blast. The fuck? So, als nächstes. Mit dem AFK müsste das irgendwie Dota auch mal schneller bemerken. Das wäre auch mal ganz hilfreich. So, komm mal mit, Kinders. Ja, da haben wir wieder mal ein Top-Team abgegriffen. Ein Top-Team abgegriffen. Na, mal hin. Das war auch mal ein Treffer. Autsch. Ich muss hier weg. Oh. Tja, das war wieder mal ein exzellentes Spiel. Hervorragende Mitspieler. Da hat sowohl der individuelle Skill als auch das Teamwork hervorragend geklappt. Haben sie sich verdient, den Win. Solche Leute möchte man gern häufiger sehen. Gucken wir, ob wir demnächst wieder so viel Glück haben.